Na, aber hast du zum Beispiel ein Dokument dabei, das belegt? Also mit mir wird die Katastrophe zumindest nicht größer. Na, schau her, haben wir es schon. Du brauchst aber was, du musst ja an was halten. Du brauchst ja einen Indikator, verstehst? Über die Hilfsfähigkeit von jemandem. Jetzt muss ich eins sagen, nach langem Nachdenken bin ich draufgekommen, der eigentliche Indikator für mich ist das Smartphone oder das iPhone. Wenn ich das von jemandem sehe, dann weiß ich in etwa, wie es um den bestellt ist. Hat irgendjemand eins dabei? Na, die Jungen da hinten liegen jetzt natürlich alle. Schon klar. Trauen sie natürlich auch nicht so. Nein, ich muss euch sagen, gestern war ich in Bamberg, da haben sie es schon gehabt. Dauert halt oft ein bisschen der Aussage. Nein, aber es gibt, nein, hat jetzt wirklich keiner eins dabei. Einfach nur, es geht nur ums Intehalten, nur mal, dass man sieht, wie sowas ausschaut. Dass man so es ist interessant, wenn das dann jemand herzeigt, dann kommt ein unglaublich fetisch verliebtes Grinsen in dieses Gesicht. Wenn man dem sein elektronischen Fußfessel bewundert. Sag mal, wie viele Apps habt ihr denn ungefähr drauf? Der App. Weil der App ist eigentlich jetzt mein eigentlicher Indikator. Der App, da weiß ich dann alles. Wie viele Apps habt ihr denn ungefähr drauf? Es ist so, unter 10 Apps. Da sage ich immer, okay, da steht ein Mensch vor mir, der ist in der Lage, eigenständige Aussagen zu treffen. Der kann sich eigenständig von A nach B bewegen. Der steigt in einen Bus, der ein Kind. Und der auch da hinfährt, wo er hin möchte. Ja. Was so einer geht, möglicherweise sogar in eine Wohnung, in der noch keiner fragt, was er da möchte. So einen kannst du es beim Hochwasser brauchen. 20 Apps, naja. Da sage ich Hochwasserhilfe technisch eher jein. Weißt du, das sind oft so ein bisschen ich-schwache Karrieristen. Die neigen zur statistischen Vereinfachung. Weißt du, kannst da passieren, dass einer sagt, aha, Regen kommt immer von oben, also trage ich die Sachen in den Keller, Obi. Naja, beim Hochwasser ziemlich scheiße. 30 Apps, naja, da sage ich, das ist Apps und nix. Bei 30 Apps, da kann es dann passieren, dass du mit einem an der Ampel stehst, die Ampel wird grün. Und der geht aber trotzdem mit dumm. Weil der erst überprüfen muss, ob es die Ampel auch wirklich gibt. Und das ist ein extremer Tempoverlust. Also was, du brauchst du in der Krise Leute, die schneller denken, als der Fluss steigt. 40 Apps habe ich auch schon gehört. Ja gut, das ist aber, also 40 Apps ist für mich dann so die Grenze, muss ich sagen. Ab 40 Apps, da ist jetzt der Einzel-App kein Zeichen von Weltläufigkeit mehr, sondern eher die moderne Variante vom Behindertenausweis. Weißt du, hätte man früher gesagt, ja, mei, der Berti, gell? Der war als Bursch nicht einfach. Wenn du dem die Unterhosen nicht aufs Nachkastel hingelegt hast, also gefunden hätte er es nicht. Allerdings muss ich eins sagen, zur Ehrenrettung, die mit 40 Apps, die sind im Krieg, super für die erste Reihe. Das ist der ideale Kugelfang. Ja, weil die haben schon ein Autoritätsgerüst, verstehst? Mit 40 Apps, da glaubst du fast alles. Da bist du wirklich, da bist du für alles so. Die haben ja dann schon den richtigen Gang, die richtige Haltung, weißt du, dieses wir marschieren mit krummen Bugel, wissen nicht wohin, doch das weiß Google. In Diktaturen übrigens sehr gefragt. Bin überzeugt, in dem direkten Umfeld von diesem nordkoreanischen Pudelkopf hat keiner unter 40 Apps. 50 Apps, ja, da wird es jetzt schon exotisch, na, obwohl die Eltern unter uns könnten es vielleicht wissen. Da hat es ja früher diese gelbe Binden gegeben. Mit den drei Punkten. Da gibt es jetzt eine Röntgen-App natürlich auch. Ja. Das heißt, du kannst im Hirn nachschauen, bevor du was sagst, ob überhaupt noch was drin ist. Und über 50 Apps, ja gut, ja, da sind wir dann schon bei Medorn. Deutsche Bank, VW, Manager-Ebene,
sittliche Demenz. Die Welt ist eine Aktie und alles, was steigt, ist gut. Das ist beim Hochwasser völlig scheiße. Aber jetzt müssen wir ehrlich sein und fair. Diese Gattung Mensch ist ja von der Schöpfung für die Schaffung von Katastrophen vorgesehen. Und nicht für deren Bewältigung. Nein, wie ich immer sage, wird Gottes Wille Menschen Tat, steht still das Glück. Und wir haben den Salat.